Ja, dann bin ich dafür, dass wir jetzt zu guter Letzt die Hauptquest natürlich angehen. Jetzt machen wir das hier mal erstmal auf Level. Yes. Und dann bleibt nur noch Fallenstellerin. Dann, ja, wie gesagt, machen wir jetzt die Hauptquest. Singularität. Da ist das. So. Ich muss hin zur Base, glaube ich, nochmal. Ja. Auf zur Base. Also, wenn man sich reinfuchst in den Maschinenstreit, dann macht sogar größtenteils Spaß. So, was hat sie hier? Aloy, anscheinend haben wir interessante neue Gäste. Aber schön, dass es dir gut geht. Du sollst bei den Tenakt für Aufregung gesorgt haben. Ich hätte fast gedacht, du kommst auf einem Sonnenflügel durch die Decke. Ich muss dich leider enttäuschen. Bereit, zur Zenith-Basis zu ziehen? Was auch kommt, wir halten durch. Was hältst du von unserem neuen Zenith-Mitglied? Ich finde, sie riecht wie der Tod, aber sogar der Tod riecht nach etwas. Sie ist mehr wie ein kaltes Stück Metall. Entschlossen, jede Spur von Leben abzustoßen. Sie ist definitiv anders. Habt ihr mit unseren neuen Freunden geredet? Erend und ich wollten mit Silence sprechen, aber offenbar ist unser Stammesgetue völlig unnötig. Sympathisch, oder? Ich muss gehen. Ich vertraue auf euch, dass hier alles zivilisiert zugeht. Ich sorge dafür, dass Erend Silence nicht schlägt, wenn du das meinst. Danke. Du bist geflogen. Cortalo hat's erzählt. Und hast Regalas Maschinen ausgeschaltet. Oh, weißt du was? Ich weiß gar nicht, wieso mich das überrascht. Wie ich sehe, haben wir Besuch. Und eine neue Waffe. Heißt das, wir sind bereit, die Zenith herauszufordern? Fast. Du hast bestimmt gesehen, dass Tilda hier ist. Unsere eigene Zenith. Ich wäre fast zu ihr gegangen, um ihr, naja, jede Frage zu stellen, die ich zum Vermächtnis habe. Jeder Wahrsager, den ich kenne, würde töten, um 5 Minuten mit einem der Alten zu verbringen. Doch nun, da sie hier ist, fühle ich mich nur etwas unbehaglich. Ich weiß nicht, ob ich Angst habe, mehr unbequeme Wahrheiten zu erfahren oder bloß vor ihr. Womöglich beides. Ist es dir wirklich recht, auf diese Mission zu gehen? Ich weiß, das alles muss sehr schnell für dich gehen. Ich habe schon Ozeane und Verrückte bezwungen, die sich für wiedergeborene Ahnen hielten. Wieso nicht auch ein paar Unsterbliche mit tödlichen Drohnen unter ihrem Kommando? Schätze, je mehr, desto besser. Alles okay? Ich frage mich, ist es wirklich sicher, jemand wie Regala hier zu haben? Sie scheint wütend zu sein. Die Art wütend, die dazu führt, andere im Schlaf zu ermorden. Keine Sorge. Wir werden ihre Wut in die richtige Richtung leiten. Auf die Zeniths. Wenn du das meinst. Ich hoffe, unsere neuen Gäste haben sich benommen. Dieser Silence.
Ist er derjenige, der die Waffe gebaut hat, die Sinis Schilde überwinden kann? Ist er. Obwohl ich nicht glaube, dass er Fragen dazu beantworten wird. Er weigert sich, uns niederen Sterblichen seine Geheimnisse zu verraten. Oh. Kennst du dieses gewisse Extra von uns, das uns warm, freundlich und herzlich macht? Unsere Seele? Ja. Er wurde ohne eine geboren. Ich muss ein paar Dinge zu Ende bringen, aber bleib wachsam. Ich bin bereit, wenn du rufst. So, gehen wir alle Fragezeichen erstmal natürlich, nee, alle Ausrufezeichen erstmal durch. Ich habe dich seit der Schlacht beim Hain nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Ich sah dich auf den Flügeln der Zehn fliegen und Regalas Armee mit Blitzen lähmen. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Vielen Dank auch. Ich bin es, der dir danken sollte. Es wird übel, wenn in Sinith klar wird, dass wir in ihrer Basis sind. Du wirst jeden gelernten Trick brauchen. Ich würde es mir nicht anders wünschen. Viele Soldaten starben in der alten Welt, damit wir heute hier stehen. Wir werden in ihrem Namen durchhalten. Obwohl ich neugierig bin, wie du die Verteidigung der Sinith ohne eigene Armee besiegen willst. Überlass das mir. Sei einfach nur kampfbereit. Wie du willst. Du hast mein Vertrauen mehr als verdient. Hast du Tilda getroffen? Etwas an ihr scheint mir nicht natürlich zu sein. Ich wäre nicht überrascht, wenn mein Schwert sie durchteilen und sie nicht bluten würde. Ehrlich gesagt, bei ihr würde mich nichts überraschen. Bist du bereit, all dein Training auf die Probe zu stellen? Ich bin ein Tenakt. Ich bin stets bereit. Hör zu. Ich weiß, dass du nicht glücklich bist, dass Regala hier ist. Aber ich will, dass sie auf unserer Seite die Sinith bekämpft. Das ist mehr, als sie verdient. Trotzdem stelle ich dein Urteil nicht in Frage. Danke, Kotalo. Bist du nervös wegen der kommenden Mission? Wenn ich überlebe, dann siegreich. Wenn ich sterbe, dann im Kampf. Das Wichtigste ist, dass du dein Ziel erreichst. Ich gebe mir Mühe. Gibt es etwas Neues, das ich wissen sollte? Die Quen hat etwas nachdrücklicher als üblich nach den Visionen beim Hain gefragt. Ihr Durst nach Wissen ist unstillbar. Die Zehn hätten Mühe gehabt, sich ihrer zu erwehren. Sie könnte einer von euren Kaplanen sein. Ja, nur hartnäckiger. Dein Stamm erwähnt immer wieder die Flügel der Zehn. Was genau bedeutet das? Den Visionen nach flogen die Zehn auf großen Metallmaschinen mit Flügeln und stürzten sich aus dem Himmel in die Schlacht. Für uns ist es der höchste Ausdruck kämpferischen Mutes, dies nachzumachen. Deshalb springen die Herausforderer bei der Kulrut in die Arena. Und jetzt hast du es geschafft. Wie die Taten der Zehn wird auch das niemals vergessen werden. Und? Erzähl. Wie hat es sich angefühlt? Ehrlich gesagt, ziemlich gut. Das glaube ich gern. Die Leute sind bestimmt neugierig wegen deines neuen Arms. Besonders unsere Quen-Verbündete, glaub mir. Sie wollte ihn unbedingt zerlegen und rausfinden, wie er funktioniert. Ich gab ihr die Daten, die ich für den Bau benutzt habe. Und hoffe, dass ihre Neugierde jetzt gestillt ist. Viel Glück dabei. Ich muss gehen. Aber ich stelle schon bald allen den Plan vor. Verstanden. Ich sehe, der neue Arm wartet auf seinen Einsatz. Ja. Fühlt sich seltsam an. Ich hatte
hatte mich an das Fehlen gewöhnt. Aber egal. Ich brauche ihn bestimmt, bevor der Angriff auf die Zenith-Basis vorbei ist. Unser Gegner ist also unsterblich. Die meisten meines Volkes werden nur 30. So, wo haben wir noch welche? Okay, noch nicht. Erscheint es unmöglich. Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Das werde ich, Rost. Jetzt und immer. Fokus. Bals. Ich dachte, kein Nora würde jemals einen annehmen. Aber Val schon. Selbst als er überwältigt wurde, ließ er sich nicht von mir wegstoßen. Ich ließ Val bei Gemini im Stich. Ich hätte mehr versuchen müssen. Mehr tun. Ich würde alles geben, um ihn zurückzuholen. Regala ist weg. Hikaru und die Tenakt sind in Sicherheit. Die Zukunft steht ihnen offen. Ich wünschte, sie würden mit diesen Titeln für mich aufhören. Aber wenn ich eins gelernt habe, den Kampf kann ich nicht gewinnen. Und das eine geht irgendwie nicht. Nee, geht irgendwie nicht. Komisch. Oh, schauen wir mal weiter, wer noch irgendwie was über dem Kopf hatte. Oh, nicht. Brauchst du etwas? Nee, aber ich guck mal, welche Überbrückung ich vielleicht noch habe. Oh, ich kann einen Schreckflügel überbrücken. Dann Rollrücken. Klaue, Pirscher und der Sänger nicht. Dabei wird es, glaube ich, auch bleiben. Oder zumindest vorerst. Ja, dann geht's rauf. Zu Gaia. Dann schauen wir uns die letzte Hauptmission des eigentlichen Hauptspiels an, ne? Okay. Vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte? Okay, Leute, ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute, wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen, unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten.
Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay, wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. So, die Vorbereitungen sind gemacht, ne? So, dann geht's raus. Wir wollen jetzt... Also rede mit den Gefährten. Ah, das ist optional. Okay, dann werden wir das nochmal nachholen. Aloy, treffen wir uns nicht bei der Zenith-Basis? Tun wir. Ich wollte nur erst bei allen vorbeischauen. Endlich legen wir los. Ich hätte nie gedacht, dass ich losziehe, um einen Haufen Unsterblicher zu töten. Von den Sternen. Ich höre die Trinklieder schon in meinem Kopf. Wenn der nicht richtig funktioniert, kannst du einen meiner Ersatzfokusse haben. Ja, der hat ganz schön Temperament, das ist alles. Hat mir schon öfter den Hintern gerettet. Es wäre falsch, ihn zurückzulassen. Und außerdem passt er zu meiner Kleidung. Ich wollte deinen Look nicht ruinieren. Val macht es richtig, weißt du, dich herzubringen. Danke. Ja, Val. Ich wusste nicht, dass er eine Schwester hatte. Ich habe erst kurz bevor ihr nach Gemini gegangen seid, davon erfahren. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich die Mission ruinieren würde. Also hat er mich auf einen Drink eingeladen. Aber wirklich nur einen. Wir sprachen über Familie, Vala, Ersa, Verlust und Rache. Wie du uns geholfen hast. Weißt du, wir haben den Drink, den du im Becken versprochen hast, nie bekommen. Und du hast nie erzählt, wie deine Schwester dem Sonnenkönig entkam. Wegen des Weltuntergangs sind wir nie richtig dazu gekommen. Es geht nichts über die Gegenwart, wenn du Lust hast. Sollten wir uns den Drink endlich genehmigen? Ja. Ich meine, ja, natürlich. Oh.
Also, wie entkam Ersa dem verrückten Sonnenkönig Jiran? Naja, als erstes musste sie den Sonnenring überleben. Während des Krieges haben die Kaja pro Tag einen Gefangenen dort geopfert. Und wofür? Um im Kampf gegen Maschinen zu sterben. Als ob das irgendwie all die anderen verrückten Maschinen auf der Welt beschwichtigt. Pah! Als Ersa an der Reihe war, dachten die Kaja, dass sie sterben würde, wenn sie genug Maschinen reinschickten. Oh, tat sie aber nicht. Sie hat alle besiegt. Hat sogar einige von Jirans Falken mitgenommen. Der verrückte Sonnenkönig war wohl beeindruckt. Er hielt es für witzig, wenn sie als Dienerin in seinem Palast bliebe. Er genoss es, sie so zu demütigen. Ich erinnere mich, dass du sowas erzählt hast. So traf sie Awad. Er half ihr zu fliehen. Ja, aber was du nirgendwo liest, ist, wie der junge Prinz Ersa aus dem Palast geschmuggelt hat. Er wusste, dass er keine Aufmerksamkeit erregen durfte, also hat er ihr alles besorgt, damit sie sich als Karja-Adlige verkleiden konnte. Parfüm, Schleier und alles. Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht gerade gut fand. Oh, sie hätte sich eher unbewaffnet freigekämpft, als sich mit diesen Karja-Farben die Augenlider anzumalen. Aber Awad meinte, anders ginge es nicht. Also stimmte sie zu. Unter einer Bedingung. Awad musste sich auch verkleiden. Sie zwang Awad, sich als Adlige zu verkleiden? Parfümiert und gepudert wie ein Baby. Ersa fand dieser Aufzug stehen besser als die Krone. Das war bestimmt ein interessanter Anblick. Und es hat funktioniert. Sie haben es nicht nur geschafft zu fliehen. Sie haben einen Handelsreisenden bezahlt, Ersa zur Grenze zu bringen, ohne aufzufliegen. Du hattest recht. Die Geschichte passt gut zu einem Drink. Wie alle guten Geschichten. Ich sollte dann wohl mal los. Wir sehen uns am Treffpunkt. Mein Hammer ist bereit. So ist es mir auch am liebsten. So, gehen wir wirklich jeden einzelnen durch, damit wir das Optionale auch noch schaffen. Bravo. Du hast einen Zenith auf deine Seite gezogen. Erklärst du mir das? Keine Chance. Ich dachte, die Waffe wäre bereit. Es gibt immer etwas zu verbessern. Aber deshalb bist du nicht hier. Ich vermute, du willst meine Motive verstehen. Also, frag ruhig. Seit wann bist du so entgegenkommend? Seitdem du einen warten lässt. Und da du doch recht erfolgreich bist, will ich großzügig sein. Okay, dein großer Plan, alles, was du während der letzten Monate eingefädelt hast. Mal sehen, ob ich alles verstanden habe. Hades hat dir von den Zeniths erzählt, als du ihn befragt hast. Dann hast du dir einen Plan überlegt, wie du sie mit einer Tenakt-Armee und der Waffe besiegen kannst. Und damit die Tenakt für dich kämpfen, hast du, oder besser gesagt haben die Söhne des Prometheus, Regalas Rebellen mit Überbrückung ausgerüstet. Wolltest du mich was fragen oder hechelst du immer noch hinterher? Du hast die ganze Zeit, sogar bevor ich die Koordinaten am Turm gefunden habe, Ränke geschmiedet. Warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Als ich erfahren habe, dass die Zeniths zur Erde zurückkehrten, habe ich Pläne gemacht. Ich wusste, dass ich eine Tenakt-Armee für einen Angriff auf die Zenith-Basis brauchen würde. Die Verluste wären extrem. Und ich wusste, dass du ein solches Opfer nie erlauben würdest, auch wenn es nötig ist. Also habe ich eine Möglichkeit gefunden, dich aus der Gleichung zu nehmen. Im Hades-Testlabor. Im Hades-Testlabor sollte ich mich den Zeniths ergeben. Sie hätten mich fast umgebracht. Bei allem, was ich über sie wusste, war mir klar, dass sie dich nützlich finden würden. So warst du nicht in Gefahr und noch wichtiger, aus dem Weg. Also wusstest du wirklich nicht, dass sie einen Klon von Elizabeth hatten? Nein. Leider hatte ich keine Möglichkeit, dieses Detail herauszufinden. Detail?
Wenn das nicht gewesen wäre, wären wir heute nicht hier. Warum schufst du die Söhne des Prometheus? Für Überbrückungen brauchtest du Asera gar nicht. Sie waren eine nötige Absicherung. Meine Zeit mit Hades und der Eklipse hat gezeigt, wie riskant es ist, direkt involviert zu sein. Durch die Söhne des Prometheus konnte ich meine Pläne in die Tat umsetzen. Und trotzdem anonym bleiben. Nur Asera gegenüber nicht. Wie hast du sie dazu gebracht, für dich zu arbeiten? Ich wusste, dass der Oseram-Denker Derval eine Mitarbeiterin hatte, die seinem Angriff auf Meridian entkommen ist. Sie zu finden und sie zur Zusammenarbeit zu bewegen, war einfach. Sie wollte schaffen, wobei Derval versagt hatte. Also hast du ihr Regala versprochen. Und die Tenakt. Asera sollte mit dir eine Maschinenreiterarmee erschaffen, die Meridian so sehr brennen sehen wollte wie sie. Und so entstand eine Partnerschaft, die von Blutdurst und Egoismus genährt wurde. Du denkst, dein Plan wäre wasserdicht gewesen. Ja. Erzähl mir von der Waffe. Wie funktioniert sie? Ich habe das Liefersystem überarbeitet. Es sendet jetzt einen weitreichenden Welleneffekt aus. Das beantwortet meine Frage nicht ganz. Nein, aber ich wäre ein Narr, wenn ich dir alles erzählte. Immerhin hast du deinen Plan für die Zenith-Drohnen doch aus demselben Grund geheim gehalten. Ja. Selbst du weißt, wie wertvoll sinnvolle Geheimnisse sein können. Du weißt, dass die Waffe funktioniert. Die Frage des Wie geht eigentlich nur mich etwas an. Warum solltest du Regala helfen? Für eine Armee hättest du einfach zu Hekaro gehen können. Vor Regalas Rebellion ging es Hekaro nur um den Kampf gegen die Maschinen und die Freundschaft mit den Kaja. Selbst wenn er mir zugehört hätte, hätte er seine Truppen nie in den Kampf gegen eine Gefahr geschickt, die er nicht versteht. Also war es einfacher, einer blutrünstigen Verbanden zu helfen? Ja, viel einfacher. Regala wollte nur Krieg. Krieg mit den Kaja und allen, die die Tenakt bedrohen. Sie hätte den Stamm ohne zu fragen in den Kampf geführt und das war genau das, was ich brauchte. Ich hatte da draußen ein paar Begegnungen mit den Quen. Sie kamen über das Meer. Und? Ihr ganzer Stamm formte sich um die Entdeckung der Fokusse. Eine, Alva, hat sich mir sogar angeschlossen. Willst du nicht mehr über sie wissen? Nein. Sie haben zufällig das größte technologische Artefakt aus der alten Welt gefunden. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben das Wissen in Mythen und Verboten versteckt und ein Pantheon aus machthungrigen Bossen geschaffen. Naja, so haben sie auch Theben gefunden. Haben sie das? Diese Begegnungen mit den Quen, die ich erwähnt habe. Bei einer davon habe ich an ihrer Expedition nach Theben teilgenommen. Am Ende haben wir Pharaoh gefunden. Du benötigtest die Omega-Freigabe. Und wie war das so? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Er hat ganz allein das menschliche Wissen ausgelöscht. Es war sicher immer noch gnädiger als das, was er verdient. Lass mich raten. Du hättest ihn zusammengekratzt, um sein Hirn zu sezieren. Wie bei Hades. Für den Anfang? Na gut, Silence, ich glaube, ich habe genug mit dir geredet. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Und versuch nett zu Tilda zu sein, während du hier bist, okay? Ich kann keinen Streit brauchen. Ah, ja. Wegen deiner Zenith-Verbündeten. Ich frage mich, ob du weißt, mit wem du es zu tun hast. Jemand, der so lange lebt, so viele Katastrophen überlebt. Nun, unsere Ziele mögen dieselben sein, aber warte, bis sie das nicht mehr sind. Ja, das weiß ich. Erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Überleben ist nur eine Notwendigkeit, Aloy. Ich hatte gehofft, das wäre dir klar. Weißt du jetzt etwas oder nicht? Ich weiß viele Dinge. Aber hier habe ich ein Gefühl. Ein Gefühl? Das heißt, du hast Gefühle? Sogar du kannst dich wohl ändern, Silence. So, schnappen wir uns den nächsten. Keiner drin, aber hier ist Alva. Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht etwas angespannt bin.
Der Plan wird klappen, wenn sich jeder auf seine Aufgabe konzentriert. Gut. Der Rest von uns sollte die Zeniths lang genug ablenken können, dass du dich unerkannt in ihr Netzwerk hacken kannst. Aber du musst schnell sein, falls es nicht klappt. Was genau soll ich denn eigentlich finden, Aloy? Ich weiß nicht. Die Wahrheit, wenn wir Glück haben. Wirst du zurück über den Ozean fahren, wenn das alles vorbei ist? Ich weiß nicht. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Bedenken habe ich. Wenn ich zurückgehe, ich weiß nicht mal, ob ich den Fokus behalten dürfte, den du mir gegeben hast. Oder was sie mir antun würden, weil ich verbotene Daten gelesen habe. Selbst wenn mir erlaubt würde, weiter als Wahrsagerin zu arbeiten, wäre ich bereit, die Wahrheiten, die ich über die Ahnen gelernt habe, vom Rat der Aufseher auslöschen zu lassen? Wäre ich bereit, sie herauszufordern und meine Familie zu gefährden? Oder Federa zu verlieren? Wer ist diese Federa, die du erwähnt hast? Sie ist auch eine Wahrsagerin. Eine unserer Besten. In der Akademie waren wir stets Rivalinnen. Ich habe ihren Mut gehasst. Aber offenbar ist zwischen Hass und Liebe nur ein sehr schmaler Spalt. Wir kamen uns sehr nah. Und dann wurde ich der Expedition zugeteilt. Sie hat versprochen, auf mich zu warten. Egal, wie lange es dauert. Sehr schlau von ihr. Was Besseres kriegt sie nicht. Naja, ich weiß nicht. Ich schon. Du sollst wissen, wie froh ich bin, dich hier zu haben, Alva. Was auch geschieht, ich bin froh, dass uns das Vermächtnis zusammengeführt hat. Hätte nie gedacht, tatsächlich einmal einen Ahnen zu treffen. Hör auf, siehst so alt aus? Kotalo wird dich in der Zenith-Basis beschützen. Ich habe keine Angst. Ich weiß, Kotalo wird seine Pflicht erfüllen, so wie ich. Wenn wir dabei sterben, dann wenigstens an der Seite eines Freundes. Mir wäre es lieber, wenn ihr beide am Leben bleibt. Wir werden sehen, was wir tun können. Ich muss jetzt weiter. Ich werde am Treffpunkt sein. Möge uns die Wahrheit zum Sieg führen. So, also es ist natürlich wieder sehr dialoglastig hier am Anfang. Wir haben immer noch Leute, mit denen wir quatschen müssen. Das so abzuschließen. Und was für ein Gefühl hast du bei der Mission? Ich kenne nicht alles, was du geplant hast. Aber das ist egal. Wichtig ist nur, dass wir dir bis zum Ende folgen. Was immer das sein wird. Danke, Kotalo. Ich bin froh, dass uns all das vereint hat. Du hast uns vereint. Und auch ich bin dankbar. Und übrigens hatte ich gehofft, dies wäre ein guter Zeitpunkt, zurück zum Bebenzahnort zu gehen und meinen Arm zu testen. Bevor wir die Mission beginnen. Gut. Ich sag dir Bescheid, sobald ich kommen kann. Danke. Was hast du jetzt, wo das Training vorbei ist? Auf dem Herzen? Das Bollwerk, die Kulrut. Und dass wir noch ein Wunder brauchen, um die Zenith-Basis zu überleben. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Das würdest du nicht. Wir konnten noch nicht darüber sprechen, was bei Gemini passiert ist. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wäre er ein Tenakt, hätte Vals Mut ihm ein Ehrenbegräbnis im Hain eingebracht. Unter den tapfersten Kriegern unseres Stammes. Seine Taten waren der Zehn würdig. Wenn der Kampf vorbei ist, lasse ich mir sein Andenken auf die Haut tätowieren, damit es weiterlebt. Das wäre ihm sicher eine Ehre. Also dann bis bald. Wird mir eine Ehre sein. Mir auch. Noch ja, Hilaias. Willkommen zurück, Aloy. Gut gemacht, Aloy. Trotz meiner Bedenken konntest du Silence und seine Waffe sichern. Du bist ein leuchtendes Beispiel für Liz' Stärke. Ich habe nachgedacht, was du in deinem Haus sagtest.
dass du mit Elisabeth befreundet warst. Es war mehr als das, oder? Aufmerksam wie immer. Du hast recht, wir waren einst zusammen. Okay. Was ist passiert? Ich war eine Waise. Ich war immer allein gewesen. In meinen 30ern fragte ich mich, ob das einfach mein Schicksal war. Dann traf ich Liz. Wir trafen uns mehrmals auf Konferenzen, wir tranken Kaffee, irgendwann wurden Drinks daraus. Ich dachte, es wären rein professionelle Gespräche. Aber ich war überrascht, wie sehr ich mich auf unsere Treffen freute. Bald flogen wir jede zweite Woche um die halbe Welt, nur um uns zu sehen. Zum ersten Mal war ich nicht einsam. Ich konnte mir eine Zukunft ausmalen. Liz ging es am Anfang genauso, glaube ich. Ein paar Jahre zuvor verlor sie ihre Mutter. Ich fühlte die Leere. Da bin ich sicher. Aber mit der Zeit schien sie weniger zu wollen. Ich dagegen mehr. Also haben wir es beendet. Wenn du also Elisabeths Traum wiederherstellst, ist das... Eine zweite Chance, ja. Es war ein Fehler, die Erde zu verlassen, als Liz blieb. Ich hätte mehr tun sollen. Und als ich dich sah, eine Frau, die ihren eigenen Weg geht, sogar noch weiter, als Liz es je getan hat, ich musste dir einfach helfen. Um ihretwillen. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Dieses Haus sollte Schutz vor jedem Sturm bieten. Ein sicherer Hafen, nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber nicht, dass wir das Haus geteilt haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Warum hat Elisabeth sich zurückgezogen? Das frage ich mich seit 1000 Jahren. Sie war eine brillante Visionärin. Die Welt und die Verbesserung der Menschheit lagen ihr am Herzen. Aber es war auch, als würde sie alle auf Abstand halten, auch mich. Sie wollte ihre Last nie teilen. Ich glaube, ihr tiefstes Inneres hat sie nie mit jemandem geteilt. Manchmal glaube ich, niemand kannte sie richtig. Ich habe eine Aufnahme von dir und Elisabeth im Testlabor gefunden. Nach Farzinets Versuch, Gaia zu stehlen. Ja. Eine sehr unangenehme Unterhaltung. Sie hat nach dem Anruf etwas gesagt. Ich glaube, sie bedauerte, wie es mit euch ausgegangen ist. Wirklich? Die ganze Zeit. Vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Ich habe unsere letzten Worte immer verabscheut. Und dass sie mich als Funktionärin von Farzinath in Erinnerung behalten hat, nicht als die, die ich wirklich bin. Du hast gesagt, du bist nicht wie die anderen Zeniths. Dass du das nie warst. Aber du hast bei all ihren Plänen mitgemacht. Nur aus Notwendigkeit. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich musste es tun, um zu überleben. Bei der Vernichtung der Erde und bei der Zerstörung der Kolonie auf Sirius. Ich tat, was nötig war. Aber ich schwor den anderen, immer einen Schritt voraus zu sein, um den Schaden wieder gut zu machen. Deshalb der Datenkanal mit Beta. Der geheime Zugang in ihre Basis und mein kleiner Trick, um dich zu retten.
Was erwartet uns in der Zenith-Basis sonst noch? Wie in der Besprechung gesagt, ist die Kommandozentrale unser Ziel. Dort werden Beta und Gaia festgehalten. Es gibt auch Druckfabriken, wo die anderen natürliche Ressourcen sammeln, die sie abgeschöpft haben. Wozu? Erstens für die Infrastruktur der Basis und zweitens für den Bau neuer Phantomdrohnen, eine kleine Armee. Ich habe in der Wildnis ein Shuttle gesehen, das von der Insel ins All gestartet ist. Das waren wahrscheinlich Materiallieferungen zwischen dem Schiff und dem Planeten. Nach Jahrhunderten mit digitalen Annehmlichkeiten war das Schiff kaum weltraumtauglich, als wir geflohen sind. Katastrophen können immer passieren. Wir haben daraus gelernt. Weißt du jetzt, wie Silents Waffe funktioniert? Nein, und er achtet darauf, dass ich nicht in ihre Nähe komme. Das stört mich schon, aber egal, wie sie funktioniert, ich bin zuversichtlich, dass sie viele Schilde der anderen deaktiviert. Wie viele sind in der Basis? 10. Eric und Gerard eingeschlossen. Nur eine Handvoll von uns haben es ins Schiff geschafft, als die Kolonie zusammenbrach. Also, Eric, war er schon immer ein blutrünstiger Psychopath? Ich denke, es ist schlimmer geworden. Auf der Erde war er der Gründer eines profitablen privaten Militäranbieters. Einer Gruppe Halsabschneider. Sogar als die Regierung menschliche Soldaten durch automatisierte Kriegsführung ersetzten, hatte er bei Kunden Erfolg, die es gern etwas persönlicher mögen. Gerüchten zufolge hat er seine Ziele teilweise selbst aufgespürt und eliminiert. Einfach nur des Adrenalins wegen. Aber auf Sirius hat er sich auf VR-Simulationen konzentriert. Darin konnte er so gewalttätig sein, wie er nur wollte. Auch wenn es, wie ich vermute, weniger überzeugend war. Alvas Stamm glaubt, dass er einer der größten aus der alten Welt war. Dann wäre es eine ziemliche Enttäuschung, ihn zu treffen. Obwohl ihm die Bewunderung wohl gefallen würde. Was weißt du über Gerard? Er war der Leiter des weltweit größten Finanzkonglomerats und arbeitete mit allen großen Firmen zusammen. Er wurde zu einem der reichsten Menschen auf der Erde und sicherlich von Far Zenith. Was soll ein einzelner Mensch mit so viel Geld? Mehr kaufen, mehr Macht, mehr Einfluss. Gerard hat sich immer für einen gebildeten Patrizier gehalten, der mit einem Zahnpasta-Lächeln die Kontrolle behalten konnte. Aber eigentlich ist er ein kalter, berechnender Geschäftsmann. Er hat Betas Erziehung auf ihre digitalen Lehrer, die Avatare der Apollo-Datenbank beschränkt. Während wir als ihre Wohltäter geschildert wurden. Wir werden uns bald um ihn kümmern. Und um die anderen. Ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er feststellt, dass wir ihn geschlagen haben. In den Ruinen von Vegas habe ich Informationen über einen Stanley Chen gefunden. Ich glaube, er war ein Zenith. Stanley, ein ewiger Optimist. Er war einer von den Guten. Als wir unsere Kolonie aufbauten, erschuf er eine genaue VR-Kopie von Las Vegas. Lichter, Shows, Glücksspiel, jedes Detail genauestens wiedergegeben. Und während die anderen sich in ihre Fantasien zurückzogen, teilte er seine mit der ganzen Welt. So wie du über ihn sprichst, ist er nicht auf die Erde zurückgekehrt. Nein, er starb, als die Kolonie zerstört wurde. Es hätte ihn gefreut, dass ein Teil seiner geliebten Stadt überdauerte. Als Peter floh und sich in einer alten Forschungseinrichtung versteckte, habe ich noch einen der Zeniths gesehen. Verbena. Wer war sie? Ein dunkler Stern in einem Meer strahlender Konstellationen. Anders als die meisten Far Zenith-Mitglieder, die ihren Reichtum durch gerissene Geschäfte und technischen Fortschritt anhäuften, hat Verbena ihre Milliarden geerbt. Ihr Vater war außerordentlich erfolgreich im Luxus-Holotourismus.
Im Alter von 24 Jahren war sie eine begehrte Junggesellin und nannte sich Lebensdesignerin. Sie nutzte ihre Beliebtheit, um die Entscheidungen anderer zu beeinflussen. Wie bei einem Kult? In gewisser Weise ja. Irgendwas muss sie richtig gemacht haben, wenn sie so lange überlebt hat. Sie war auf ihre eigene Art skrupellos. Das stimmt. Aber selbst Ratten verlassen das sinkende Schiff, um zu überleben. Okay, ich habe schon einige der Zeniths getroffen. Was ist mit dem Rest? Sie gehören zu den reichsten Menschen auf der Erde. Titanen in ihren Branchen. Lass mich raten. Alle selbstsüchtig und unbarmherzig? Die meisten ja. Mit wenigen habe ich mich verstanden. Annika Murjani zum Beispiel war immer sehr nett. Sie hat den erfolgreichsten Tanzkanal des Holonets gegründet und war selbst sehr gut. Und mit Song Zhao hatte ich sehr spannende Diskussionen. Über ihre Arbeit in der Zellbiologie. Unsere Unsterblichkeitsbehandlungen basieren teilweise auf ihren Errungenschaften. Aber es gab auch andere, wie Devin Miller, den CEO einer Firma, die Fastfood druckte. Er wollte nur seinen Golfschlag perfektionieren und Holo-Selfies aufnehmen. Wenn ich so an uns denke, hätten wir wirklich mehr erreichen sollen. Wir hatten eine Ewigkeit Zeit. Okay. Ich sag, wenn es soweit ist. Bis dahin warte ich hier. Vielen Dank, Aloy, dass du mir die Chance gibst. Meine Vergangenheit war nie einfach. Ich habe mehr als einmal alles verloren. Aber wenn ich auf die Zukunft schaue, sehe ich, dass Liz' Traum in Erfüllung geht. Ein Universum neuer Möglichkeiten. Vielleicht können wir es schaffen. Werden wir. Dem wird sich nichts entgegenstellen. Das verspreche ich. So, mit ihr haben wir auch gesprochen. Dann bleibt, glaube ich, nur noch so, ne? Ich hoffe, alle sind bereit. Der Kampf gegen die Zeniths wird nicht leicht. Aloy, nichts, was du tust, ist einfach. Aber jetzt musst du es wenigstens nicht allein tun. Danke. Alle hier trainieren und arbeiten gemeinsam. Wäre Wahl nicht gewesen. Wäre nichts von dem passiert. Weißt du, da war diese eine Nacht, bevor du mit Wahl nach Gemini aufgebrochen bist. Er bemerkte, dass ich nicht einschlafen konnte. Ich war nervös wegen der Mission. Wir beide waren das wohl. Also bat er mich mitzukommen in Gaias Kuppel. Er rief das Hologramm der Erde auf, das ihr in der Zenith-Startanlage gefunden habt. Wir saßen da und blickten es an. Mir wurde klar, dass Reinklang nur ein Punkt auf dieser Riesenkugel war. Und dass es in jedem Winkel von Leben nur so wimmelt. Und jede Angst vor unserer Mission war fort. Ich vermisse ihn sehr. Ich weiß. Du scheinst jetzt besser mit Irrend klarzukommen. Sein Musikgeschmack ist wirklich schlimm. Aber er hat sich entschuldigt, meinen Stamm beleidigt zu haben. Und das Bier, von dem er so schwärmt, ist gar nicht übel. Irgendwann schlage ich ihm trotzdem noch ins Gesicht, um unser Trainingspad zu beenden. Tu ihm nicht allzu sehr weh. Ich sollte los. Ich gebe Bescheid, wenn ich zur Basis gehen kann. Doch vorher möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Welchen denn? Du hast mir diesen Fokus anvertraut. Und die höchste Aufgabe gegeben, die je ein Utaro erfüllt hat. Sollte ich im Kampf fallen, möchte ich, dass du meine Samentasche begräbst. Für uns beide. So. Dafür musst du am Leben bleiben. Lass uns alle versuchen, zurückzukommen. Okay? So, eigentlich
Wahnsinn, dass... Jetzt habe ich irgendwen übersehen. Irgendeinen Dialog. Quest war vielleicht. Oder irgendeinen Dialog nur. Was kann ich für dich tun? Ich sollte mal los. Okay, irgendwie hat das jetzt nicht so geklappt, oder? Oder wo sind alle... Den Maschinenstall von Erend. Haben wir den jetzt schon fertig oder noch nicht? Oder fehlt da jetzt noch was? Oh. Meine Ausrüstung ist bereit. Weil grün ist ständig. Ich dachte, wir könnten Streit spielen. Ja. Moment, da gucken wir nur mal kurz rein. Ja, guck mal. Also, trotzdem fertig, aber. Oder vielleicht spielen wir. Sicher. Gesagt. Ihr seid. Treten wir. Genau, treten wir den in den Arsch. Peter ist ja weg, ne? Müsste ich vielleicht nur mit Gaia sprechen, wenn das geht. Dann mit den Gefährten. Vielleicht auch erst dann am Treffpunkt, ne? Also holen wir uns Hephaestus. So, es geht. Gar nicht. Lagerfeuer da unten. Okay. So, Gefährten rufen. Okay, irgendwie hat das Optionale jetzt nicht so funktioniert oder ich habe wirklich jemanden übersehen, ne? Ja, klar. Kein Weg zurück mehr. In Ordnung. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Peter und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Yes. Wir wollen Hephaestus zerlegen. Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Da ist der Startturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr.
Alles klar. Alva, Cotallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Aloy! Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. So. Oh, 1700 Meter. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Oh, machen wir irgendwie. Vorsicht, Aloy! Phantome voraus! Vorsicht! Folge mir! Mach ich doch! Wollen wir jetzt mal eine Schlacht machen? Oh ja. Schnell die Phantome-Maus geschaltet. Da ist eine Höhle, durch die wir durch den Berg kommen. Klettern wir da hoch. Was gefunden? Ja. Hoch. Mann, was ist denn im Rucksack, Alteisen? Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Meld dich zwischendurch. Es ist unheimlich hier. Keine Angst, ich beschütze dich. Rüber? Ich wünschte, ich hätte einen Platz. Ich muss wohl irgendwie anders rüber. Ja, das musst du. Vielleicht haben wir irgendwie einen Baum oder was, der dir hilft? Oder nee, da ist er schon. Ging doch super für ihn. Viele tote Maschinen auf der Insel. Wir haben viel erlebt, als wir hier landeten. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nützen. Noch ein Phantom. Schleichen oder kämpfen? Eine Wahl. Kämpfen. Ein Gruppe vielleicht noch für die Hilfe. Das kann ich jetzt ganz gut, schätze ich. Besser als jeder Osseram. Auf jeden Fall kämpfen. Das geht eigentlich auch ganz gut gerade. Gegrillte Phantome. Oh, da haben sie sogar Verwüster. Hier noch alles kriegen. Diese Beute. Ein bisschen. Ja. Sogar eine dicke Wumme. Schon müde? Ich glaube, sie haben uns nicht gesehen. Ja! Weg mit dem Unkraut! Die Metallblume schließt sich. Wir sind durch. Lebe lang, töte deine Feinde. Immer. So, nee, der Kampf, der ist... Da oben.
Warte mal, vielleicht erwische ich's. Nee, erwische ich's nicht, okay. Gehen wir hier durch. Ich übernehme. Ich übernehme. Nix geht hier über meine Fähigkeiten als furchtlose Anführerin. Über den Sturmvogelkadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmfilme. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also, statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Noch mehr Phantome. Mann! Munition! Was nochmal? Hola. Naja, die Phantome, die guten. Mann, ey. Also schon jetzt eine stärkere Nummer. Natürlich mal die Ersatzteile mit. Nur ein paar Teile. So, wo liegt der andere rum? Da. So. Schauen wir da hinten wieder. Eine Waffe. Wir hätten eine Waffe gehabt. Außer Pfeil und Bogen. Ja, ein Scheibenwerfer. Also vom Donnerkiefer hier. Ja, und wer nimmt sie mal wieder nicht mit? Ich. Hätte es so leicht sein können, hier, das Leben hier. Den Fels hoch. Da haben wir wieder einen Brüllrücken. Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Nicht zu jammern. Ich kann euren Weg sehen. Weitergehen. So schnell wir können. Alles okay? Geht schon. Wieder Phantome. Ey, wieso ist denn der so schnell? Der kann doch nicht schneller sein als ich. Als hätten die anderen alles im Griff. Ha, du schießt wie ein Utago, Aloy! Also dann! Ah, da ist auch noch einer. Oh! Mehr als wir auf einen Schlag brauchen, das steht fest. Mann! So, beide Phantome sind wieder Geschichte. Komm schon, den Felsen hoch. So, wie ist denn er da hochgekommen? Hier?
Aloy. Okay, dann so. Sind in Position. Dann los. Jag den Regulator hoch. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. Hallo, ich will... Meine Güte. Okay. Dann geht's hier hoch. Ja, Ehrend. Ehrend. Schweg, Mann. Also erstmal liegt er immer im Weg. Und jetzt steht er im Weg. Oh. Hoppla. Aus Versehen Viereck gedrückt. Okay, machen wir da weiter mit dem lustigen Fallenspiel. So. Gut. Wo ich mich so oben dranhänge. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Ach, Aloy. Ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta. Komm schon. Was ist das? Unsere Armee. Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit. Sehr clever. Beta hat ihr Festes in die Druckermatrix der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Schon. Gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Dein Manöver, so klug wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte. Er wird zweifellos ins Brutstätten-Netzwerk fliehen. Wir haben ihn einmal gekriegt. Das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Aber ist ja nett, also, dass mir mal eine ganze Armee was Gutes tut. Und das wäre? Ist doch auch mal schön. Dass wir so viel geklettert sind. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, denn das wäre so schön einfach gewesen. Ich kann keine Säure mehr herstellen. Und vielleicht hier irgendwo eine Waffe? Kämpfen da oben gegen noch ein Phantom. Ich glaube, sie schaffen das. Irgendwo vielleicht eine Waffe am Start. Hey. Doch. Scheiße. Jederzeit. Liegt hier, falls du es willst. Das ist kein Bier.
Meine Güte, ey. So, irgendwo haben wir doch noch, wurden wir entdeckt von irgendwas. Von da oben oder was? Mist. Nicht geklappt, außerdem habe ich es ein bisschen verpeilt, wo da der Übergang ist. Nämlich hier. Hier lang. Großer Sprung. Nach rechts, glaube ich. Okay. Besser. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Plasma. Und jetzt nach links. Du willst gegen die Garde kämpfen? Durch den Hangar da vorne gelangt ihr zum Startturm. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Noch eine! Beim Blut der Zehn! Ja. Ja, wie gefällt dir das? Gute Arbeit, Leute. Also los. So, hier hätten wir sogar erst eine Waffe. Gefällt mir. Vielleicht nehmen wir die mal mit, oder? Oder? Kommt noch ein Phantom? Na, wir müssen hier hoch. Und der ist schon ein bisschen verseucht, der Ehrend. So, hello! Schau dir mal das ganze Sinus-Zeug an. Na los, gehen wir! Hier lang, Dämon! Das ist der Tod, der mir versprochen wurde. Los! Möge Regala friedlich in den Kreislauf zurückkehren. Bitte. Frieden war ihr gleichgültig. Wenigstens starb sie selbstbestimmt, nicht als seine Marionette. Das Vergessen unterscheidet mich dazwischen. Sicher, dass du kein Sinus bist. Aloy, es war heftig. Aber Kotalo brachte mich zu einem Netzwerkknoten. Ich versuche reinzukommen. Versuch's weiter. Wir sind fast am Turm. So, was haben wir hier noch Wertvolles? Hier wieder Tränke vor allem, ne? Stress macht. Will das Schlusshündchen. Silence! Da kommen Zeniths. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das ist sinnlos. Du kannst uns nicht verletzen.
Versteht doch. Ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence! Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. So. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben? Dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit? Okay, in Sicherheit wieder und jetzt geht's rein in den finalen Kampf, oder? Ich muss hoch auf den Turm und Beta befreien. Hey Leute, hier. Okay. Stirb, Maschinenabschaum. Entschuldigung, uns geht's gut. Sofern Alva sich beeilt. Ich bin schon fast im Netzwerk. Gib einfach dein Bestes. Die letzten Maschinenteile vor dem Turm. Hier. Okay. Okay, ein Aufzug. Vielversprechend. Ja, benutzen wir mal. Glaub mir, du wirst dir einen wünschen. Zeit zu sterben! Das hast du gespürt, oder? Oh, Junge, okay. Wie kann man denn da ausweichen? Ich mach dich fertig! Alter, schlitzt wen anders auf hier? Mann! Boom! Aber okay. Naja, ist ja nur mehr für Abriss, ne? Wow, ey!
So, er schnappen wir mal. Fast vergessen, wie sich Schmerzen anfühlen. Jetzt geht der Spaß los, oder? Geht's dir gut? Es geht gleich wieder. Los, halte deine Schwester. Ich gehe zu den anderen und sehe nach, wie es läuft. Ey, du sollst das Ding betätigen. Ich will da oben. Die Maschinen und Phantome haben sich fast gegenseitig ausgelöscht. Was war das? Aloy, ich rate die Selbstzerstörung, Ausfallsicherung der Druckermatrix aktiviert. Er kontrolliert jetzt einige Systeme. Auch den Aufzug? Ich fürchte ja. Er hat den Zugang nach oben gesperrt. Du wirst ab da klettern müssen. Ich muss weg. Ich hab ihn fast. Ja, also wieder mal das Übliche. Wir klettern einen hohen Turm hinauf. So, das Ding holen wir uns hervor, weil da hinten können wir nicht hinspringen. Ja, heiße Nummer hier alles. Ed, sind alle in Ordnung da unten? Größtenteils. Wir erledigen die letzten Phantome. Was ist mit den Zeniths? Tot, glaube ich. So sagt, du hast Eric erledigt. Gut gemacht. Ja, danke. Dann sind wohl nur Tilda und Gerard übrig. Aloy, bist du da? Pass auf, ich war im Netzwerk, aber schon nach einer Minute wurde ich rausgeworfen. Ich habe Flugpläne und Flugrouten gefunden. Als ob die Zeniths planten, die Erde zu verlassen. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Doch da ist noch mehr. In den Dateien waren lauter Hinweise auf etwas namens Nemesis. Was immer das ist, die Zeniths haben Angst. Alva? Alva! Was ist denn los? Vielleicht kann Beta mir da weiterhelfen. Was immer gleich. Ey, ich will. Achso. Da komme ich gar nicht hoch, da ist nämlich ein Zaun. Beim Turm, da muss man sich echt gut umschauen. Die Kletterdinger haben sie schon gut gesetzt. Ich bin fast da. So, und dann gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Du viel durchgemacht hast, aber hilf mir, auf das Zenith-Netzwerk zuzugreifen. Ich muss ihre Dateien sehen, alles im Zusammenhang mit Nemesis. Okay. Da drüben. Die Systeme der Basis funktionieren nicht mehr. Also sollte ich das nutzen können. Ja, Nemesis. Here.
ist etwas im Weltall. Es verfolgt die Zenith-Aktivitäten auf der Erde. Schau. Fluchtvektoren. Alva wollte mich davor warnen. Die Zeniths wollten nicht hierbleiben. Es ist eine Art Maschine. Oder ein Maschinenschwarm. Die Energiemessungen sind astronomisch. Hey Leute, die Zenith-Kolonie auf Sirius wurde nicht von einer Naturkatastrophe zerstört. Das Ding hier war's. Die Erde ist nicht ihr neues Heim. Sie ist ein Zwischenstopp. Sie sind unter Flucht. Wie ich sehe, warst du fleißig. Und du hast gelogen. Nemesis, was ist das? Das sind wir. Die Gedanken von Far Zenith. Oder fehlgeschlagene Kopien davon. Immerhin, auf Sirius waren einige mit der körperlichen Unsterblichkeit nicht zufrieden. Ihr Ziel war digitale Transzendenz. Ein Weg, ihre Gedanken in organischer oder mechanischer Form hochzuladen. Nemesis ist ein fehlgeschlagenes Experiment, das verworfen wurde, aber nie gelöscht. Eine riesige Datenbank voller Erinnerungen, Emotionen und Vorurteilen, die vor sich hinschwelte. Und die hat eure Kolonie zerstört? Wir wussten nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, bis sie sich freikämpfte. Sie wusste alles Nötige aus unseren Erinnerungen. Sicherheitsprotokolle, Systemspezifikation, Überbrückungscodes. Es war schon alles gehackt, bevor wir wussten, wie uns geschah. Dann übernahm sie unsere Druckfabriken, wodurch sie jede Maschinenform annehmen und uns auslöschen konnte. Aber wieso? Stell dir vor, du bist jahrzehntelang allein gefangen und deine Gesellschaft sind nur die verqueren Echos von Größenwahnsinnigen. Sie hasst uns, weil wir sie in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und jetzt ist sie frei und tut alles, um uns zu zerstören. Deswegen ist die Erde nicht unsere Heimat. Das Ausrottungssignal, das Hades erweckt hat, habt nicht ihr gesendet, sondern Nemesis. Endlich verstehst du es. Und als das fehlschlug, ist sie von Sirius ausgestattet, um es zu Ende zu bringen. Deshalb müssen wir auf irgendeinen Planeten fliehen, der irgendeinen Stern umkreist, sodass sie uns nicht finden kann. Mit Gaia. Damit ihr euch eine neue Welt aufbauen könnt. Das ist der Plan. Selbst jetzt. Die Erde ist erledigt, Aloy. Nemesis wird alles Leben hier vernichten, damit ihre Schöpfer keine Heimat finden. Aber Elisabeths Traum wird nicht sterben. Du kommst mit mir zu den Sternen. Und mit Gaia werden wir eine neue Welt erschaffen, wo uns diese Monstrosität nie finden wird. Was? Nein. Ich habe Elisabeth geliebt. Mehr als du es dir vorstellen kannst. Ich habe sie zurückgelassen und sie ist mit dem Rest der Menschheit gestorben. Ein Fehler, den ich seit 1000 Jahren bereue. Jetzt steht sie wieder vor mir. Nicht nur eine billige Kopie, sondern das Abbild ihres Selbst. Ich bitte dich nicht. Du kommst mit mir. Es mag dir hart erscheinen, aber in ein paar Jahrhunderten wirst du mir vergeben. Du kannst mich nicht zwingen, Tilda. Dein Schild ist zerstört. Ich habe etwas Besseres. Phantom Prime, zu mir. Das kommt bekannt vor. Okay. Dieses Phantom kann noch ganz anderen Dingen standhalten. Was er das
warten. Ich muss durch die Rüstung, bevor ich Schaden zufügen kann. Wenn du weiterkämpfst, verlierst du. Plasma und Dingens, okay. Das Ding muss ich nachladen. Befehl zum Angriff! Habe ich es nachladen geschafft? Oh, Leute. Ich kann auf den Goldpanzer zielen. Okay. Meine Fresse, ey, das... Ist das ein unangenehmes Teil? Alter, haut das Viech aber rein. Hab dich. Game over, Tilda. Nemesis stoppen oder was auch immer es sein soll. Wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenakt zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen. Und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen, eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen.
Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth. Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zehen sei Dank. Leb wohl, Silence. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Wo geht er hin? So weit weg, wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ach, hoffe, es ist wirklich das Ende. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elizabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen, sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil, ich habe schon Angst. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein.
So, das hier können wir, glaube ich, überspringen. Also es ist ein sehr, sehr cooler Abspann, muss ich sagen. Sehr geil gemacht. Ohne Wenn und Aber. Einfach cool. Aber das überspringen wir jetzt. Den Abspann einmal mit dem Epilog dort. Naja, okay, Epilog war ja schon vorne. So, Nemesis geschafft und wir sind wieder in der Basis. Und Singularität ist, ja, geschlossen. Da gab es erstmal ein paar Erfahrungspünktchen noch obendrein. Den hier. Also ganz sind wir im Grunde noch nicht am Ende dann, ne? Also Notizbuch, Maschinenarten. Genau. Phantom Prime. Mega Viech. So, Welt kann man frei erkunden. Heißt, es steht uns offen, die restlichen Sachen zu finden, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber jetzt vorerst war es das von heute von Horizon Forbidden West. Und ja, wir können dann beim nächsten Mal durchaus, jetzt gehen wir mal eben um Lagerfeuer. Aloy, ich bin auf ein gewisses Problem gestoßen, über das wir reden müssen. Ich warte bei Tilda. Ist ein gutes Hauptquartier für meine Nachforschungen in der Zenith-Basis. Keine Sorge. Ich habe ihre wertvolle Kunst nicht angefasst. Gut. Ich komme so schnell ich kann. Ja, cool. Also, dann hätten wir nämlich eine neue Hauptquest für das DLC von Horizon Forbidden West. Zu den brennenden Küsten heißt es dann. Aber wie gesagt, das kommt dann ja, zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich würde dann erstmal sagen, ich bedanke mich für euer Zuschauen von heute. Und ja, wir gucken einfach dann beim nächsten Mal weiter, dass wir dann Burning Shores oder wie das heißt, angehen werden. Also, macht's gut, haut rein und bis dann.